Hi, ich bin Isabel von Sportfits und ich teste heute zusammen mit der Katrin die Reisetasche Dr. Duffel von Bach und zwar in den Größen 30 Liter und 40 Liter. Das Besondere an der Dr. Duffel ist die große Öffnung mit dem selbststehenden Mechanismus wie bei einem Doktorkoffer und daher hat sie auch ihren Namen. So ist alles super übersichtlich, man kommt gut rein und man kann ganz leicht Ordnung halten. Das große Hauptfach ist auch über den Schnellzugang mit dem Reißverschluss hier an der Seite zugänglich. Da ist auf der Seite, wo auch die kleinen Innentaschen sind, so ist alles griffbereit. Hier oben haben wir auch noch ein Außenfach mit Schlüsselclip, dass alles gut verstaut ist. Das Fach ist gepolstert, sodass man bei den größeren Versionen auch ein Tablet oder ein Laptop reinpacken kann. Die Dr. Duffel kann auch als Rucksack getragen werden. Dafür verstecken sich hier die Schultergurte, die man einfach rauszieht und dann über den Haken hier unten festmacht. Und schon hat man den Schultergurt drin. Kleiner Tipp vielleicht, wenn die Tasche recht voll ist, dann hilft es einfach, den Deckel aufzumachen und dann im geöffneten Zustand die Gurte rein- und rauszuziehen. Geht einfacher. So, und jetzt würde ich sagen, testen wir die zwei Duffels mal in der City. Ich nehme den hier und du kriegst den. Hier oben kommt man auch ganz praktisch ans Fach dran. Alle Fächer zum Hauptfach lassen sich auch abschließen. Hier zum Beispiel über die kleine Öse, einfach mit dem kleinen Schloss und schon ist alles sicher. Und hier über den Reißverschluss einfach. Die Dr. Duffel gibt es in verschiedenen Farben und Größen von 20 bis 110 Liter. Bis 40 Liter ist es auch für die Handgepäcksgröße im Flugzeug geeignet. Als Fazit kann man sagen, dass die Dr. Duffel von Bach wirklich eine super praktische Reisetasche ist. Kann getragen werden als Rucksack oder als Tasche. Das robuste Cordura-Material ist wirklich super geeignet für Reisen mit dem Zug oder im Flugzeug. Und dieser offenstehende Mechanismus mit der großen Öffnung ist wirklich top für den Überblick. Also von uns gibt es einen Daumen hoch.